Yo, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. App Room ist wieder am Start und zwar mit der nächsten App Review und zwar mit Smash Hit. Ja, was geht hier eigentlich so? Ja, wir haben ja ein wunderschönes Spiel, wo wir natürlich Smash Hit machen müssen. Das heißt, wir müssen irgendwelche Gegenstände hier zerteilen. Und das funktioniert ganz einfach. Hier müssen wir einfach die Kugel werfen, indem wir auf diese Kristalle zielen. Ob das natürlich so ganz funktioniert, wie das sein soll, das werden wir hier gleich rausfinden. Ich spiele das Spiel gerade auf Beginner-Modus das erste Mal. Anscheinend geht das ganz gut hier. Die Farben sind ganz gut erkennbar, denke ich mal noch. Oh, einigermaßen schätze ich mal so. So, und dann sind wir direkt dabei und gucken uns den Spaß mal hier an. Und zwar geht es hier darum, wir haben hier, ach, das sind die Kugelanzahlen da oben, die 34 jetzt gerade noch. Und ich weiß nicht, ob es hier eine Gesamtpunktzahl gibt, aber auf jeden Fall durchlaufen wir das Level hier. Und wenn wir hier irgendwo gegenkommen und nichts kaputt gemacht haben, dann haben wir große Probleme. Ja, wir sind jetzt hier, wie gesagt, dabei im Level Nummer 1. Die Grafik ist so mal so kalt, blass, blau bis weiß gehalten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das Spiel vorher wirklich noch nie gespielt habe. Ich habe es bloß gerade mal gesehen im Store und habe es mir direkt mal runtergeladen, weil ich doch nur sagen muss, es sieht ziemlich geil aus. Was haben wir jetzt? Endlos viele Kugeln. So, das heißt, wir können einfach schießen ohne Ende, solange wie der grüne Balken sich da oben noch abwendet. Ja, jetzt haben wir auch nur 39 wieder. Ich muss mal so ein Stück weggehen. Ich hoffe, man sieht das hier auch alles so relativ gut. So, die Tür öffnet man durch gezielte Kombinationen, indem man da drauf wirft. Und wir haben den Kontrollpunkt Nummer 1 erwischt und schießen weiter wie ein Bekloppter auf die einzelnen Kristalle. Ich muss sagen, man kann die Grafik einstellen auf Mittel, Niedrig und Hoch. Ich habe es gleich auf Hoch gewählt, weil es extrem geil aussieht. Und es flüssig läuft, muss man wirklich sagen. Also die Grafik fetzt. Man muss sich halt hier auf der Kamera ein wenig darauf konzentrieren, dass man was erkennt. Huch, ja, da haben wir gerade noch geschafft. Jetzt kommt hier die. Ah, die muss ich auch kaputt machen. Die hält natürlich da auf mehreren Stellen die DNA sozusagen. Ach du, das war da knapp. Was bringt uns das hier eigentlich? Geil. Jetzt schießt man hier zwei Kugeln auf einmal, obwohl ich das gar nicht mache. Weiß nicht wieso. Wieso ist das so? Wieso schießen wir zwei Kugeln? Auf jeden Fall Konzentration pur bei diesem Spiel hier. Ich denke mal, für jeden, der das hier runterladen wird, ist das hier eine geile Erfahrung, denn so ein Spiel habe ich noch nie gespielt. Geschweige denn ein Spiel so im Store hier gesehen. Darum muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich muss es einfach supporten in dem Moment. Denn das ist wirklich echt genial. Und das müsst ihr euch unbedingt mal runterladen. Noch dazu ist der ganze Spaß natürlich wieder mal kostenlos. Huch. Und ich glaube, das Spiel ist auch erst zu Ende, wenn wir keine Kugeln mehr haben. Ich weiß gar nicht, wodurch kriegen wir hier eigentlich die Kugeln. Die sind hier, glaube ich, in den Kristallen drin, wenn ich das. Shit, wir haben verloren. Nee, wir haben es geschafft. Aber wir verlieren dadurch natürlich 10 von diesen Kugeln. Wir müssen also die Kristalle abwerfen, um Kugeln zu bekommen. So, jetzt habe ich es endlich rausbekommen, wo es ja eigentlich nicht gerade so schwer war. Aber trotzdem muss man da erstmal drauf achten. Oh, shit. Erwischt. Musik kommt ja auch noch relativ beruhigend. So, ihr knallt am besten die Dinger hier direkt wieder ab und sammelt dann weitere Kugeln ein. Wir sind immer noch bei 26, das sieht soweit ganz gut aus. Tür machen wir auf, damit wir nicht wieder 10 Kugeln verlieren. Kontrollpunkt Nummer 2 dabei. Schade, das hätten wir auch so geschafft. Oh, geil. Wie sich das direkt hier verschwimmt von der Grafik. Und wir ballern uns hier einfach durch. Immer die taktischsten Punkte beim Glas gucken, dass man da auch durchkommt. Ja, gut, da wären wir auch so durchgekommen. Ja, da haben wir es geschafft. So, auch da wieder. Wir schießen hier andauernd zwei Kugeln. Das beeinflussen wir gar nicht, denke ich mal. Oder es ist schon, weil ich so weit gekommen bin, dass die stärker hier durchgehen, die Kugeln, als wenn man normal schießt. Macht mir mehr Spaß als ein Ego-Shooter, ich bin ganz ehrlich. Keine Kugeln mehr. So, jetzt haben wir akute Probleme. Und wir sind somit gezwungen, das Spiel beenden zu müssen. So ein Mist, aber auch nach 4 Minuten ist es vorbei. Die weiteste Distanz sind 2310. Jetzt gucken wir mal. Das ist interessant hier. Wir können uns über Google Plus natürlich anmelden, denn wir wollen ja Erfolge haben. Das mache ich auch direkt mal. Ich muss kurz mal ausblenden hier.
Und dann sind wir wieder am Start. Müsst ihr jetzt wieder, ja, wir wollen es akzeptieren. Ihr habt Freunde, wir akzeptieren es, geht ja sonst sowieso nicht anders. Und dann ist die Sache schon drinnen. So, wir sind eingeloggt offiziell über Google Plus. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden mit besten Listen wahrscheinlich. Was ist das hier mit der 2? Kontrollpunkt 2, den spielen wir direkt wieder weiter. Und dann geht der Spaß los. Wir müssen natürlich, nee, wir müssen nicht, wir können die Premium-Version kaufen. Und wir fangen bei Kontrollpunkt Nummer 2 an. Und da haben wir ungefähr im Schnellrückdurchlauf gesehen, was uns hier so erwartet. So, wir versorgen uns erstmal gleich mit Kugeln. Gehen wir erstmal auf die 40 gleich wieder drauf. So, haben wir gleich wieder welche. Sehr gut. Umso besser. So sammelt man die Kugeln erstmal in aller Ruhe, bevor es wieder losgeht. Und ich glaube, wenn man öfters schießt, guck mal, dann kommen die zwei Kugeln auf einmal von alleine. Oder es ist so, wenn ich je mehr Kugeln ich habe, das kann natürlich auch sein, dass es dadurch beeinflusst wird. Die Kugelweite hier vom, oh Mist, minus 10 Kugeln, das ist ja richtig fies. Aber was soll's? Oh, wie schön. Wenn man nicht die taktischen Punkte im Glas trifft, dann haben wir echt schlechte Karten. Aber da haben wir sie schon wieder. Na gut, hätte uns auch vorbeigebracht. Aber was soll's. Eine sehr gute Anwendung, muss ich die Entwickler an dieser Stelle echt loben. Habe ich noch nie so krass gespielt. Bäm, Tür wieder aufgemacht. Hier einmal durchgesmasht. Und es ist wirklich einfach krass, wie die Welt sich so verändert hier. Ich denke mal, das wird teilweise vorprogrammiert sein, teilweise aber auch übernommen worden sein. So, was haben wir jetzt? Unendlich Kugeln, glaube ich, waren. Nee, waren nicht. Was war das Grüne? Jetzt drücke ich da drauf und habe ein Schild. Alles klar, das ist also das Grüne, ist also das Schild. So, wir schießen gleich wieder mit zwei Kugeln. Kontrollpunkt 1, wir sind gespeichert. Aha, sehr gut soweit. So, wir schießen einfach auf alles, was sich hier nicht bewegt, aber was mir hier gefährlich werden könnte. So, da knallen wir hier die Kugeln gegen und rauschen weiter. So, wieder drei Punkte dazu bekommen. Wunderbar, wunderbar. Ah, shit, nicht mal getroffen. Das ist ja natürlich sehr ärgerlich, sowas. Aber wir haben trotzdem noch genügend Kugeln. Oh ja, und bei 43 sind wir wieder angekommen. Ich glaube, oben kann man sogar den Levelabstand sehen. Oh, shit, wie weit ich noch vom Ziel entfernt bin. Ja, gerade noch so abgeknallt. So, da hauen wir uns hier durch die Ellipse wieder durch die schöne DNA-Spur. Oh wei, nur noch 10 Kugeln, damit haben wir es gleich verspielt. Unsere Chance. Man muss auch irgendwie seine Augen versuchen, immer aufzuhalten. Wir haben verloren. Das war's. Man muss seine Augen aufhalten, dass man direkt guckt, wo man hinkommt, wie weit man geht. Distanz wieder ganz wenig jetzt gewesen. Wir müssen mal kurz gucken hier. Die besten Listen. Wie sieht das aus? Ist das hier nur von mir oder ist das allgemein? Ich bin Erster in meinen Kreisen. Na gut, das kommt davon, dass kein Mensch sich hier genötigt fühlt, auf Google Plus mal hinterher zu folgen. Hier ist gar nichts los. Na gut, das ist also nur da. Die Erfolge haben wir jetzt schon welche? 7% Bulldozer, Break 100, also Objekte kaputt machen. Und dann haben wir die ersten Errungenschaften sozusagen. Ja, das kann man alles hier schön freispielen. Reach Endless Mode with a Last. Mit 200 Bällen müsste man das dann schaffen. Meine Güte. Ja, da hat man ordentlich zu tun hier, um das zu schaffen erstmal. Smash Hit ist kostenlos im Play Store erhältlich. Wie gesagt, hier Qualität mittel, klein oder hochkarätig. Sieht echt gut aus, finde ich. Läuft extrem flüssig. Ja, damit wünsche ich euch hier viel Spaß. Die App ist halt kostenlos im Play Store erhältlich. Link findet ihr wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Und hier sehen wir nochmal Start, Level 1, 2 und es geht weiter. So weit, meine Güte, da kann man eine Menge zocken. Und ich sage Smash It, definitiv meine Empfehlung. Ladet euch die App und wir sehen uns bei der nächsten App Review.